Der Tiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, im Strukturplan Pflege vorzusehen, dass bei neu gebauten Tiroler Alten- und Pflegeheimen jedenfalls WLAN zur Verfügung gestellt und bei Altbauten, sofern finanziell verträglich, WLAN nachgerüstet wird. Frau Berichterstatterin, die sich auch gleich zu Wort gemeldet hat. Dankeschön, Frau Vizepräsidentin. Es ist unser Antrag, der entstanden ist, weil letztes Jahr die Situation natürlich sehr schwierig war, Angehörige in Pflege- und Altersheimen zu besuchen. Es ist auch heute noch nicht ganz leicht und nicht so, wie es früher war, dass man immer und zu jeder Zeit die Angehörigen besuchen kann. Letztes Jahr war es besonders schwierig und uns ist dann eingefallen, die Beziehung auch über Internet sollte auf jeden Fall gewährleistet sein. Da es das in Altersheimen aber noch nicht wirklich durchgehend gibt, möchten wir das anbieten. Und wir haben uns das natürlich damals in alten Altersheimen vorgestellt und haben das aber untersucht und sind jetzt mit diesem Abänderungsantrag sehr wohl einverstanden, dass in den neuen Pflege- und Seniorenheimen das ist jedenfalls selbstverständlich ist, dass das angeboten wird und in Altbauten, sofern es möglich ist und finanziell verträglich, wovon wir eigentlich ausgehen, es ist nicht ganz so großer Aufwand, aber es hätte sehr viel positiven Effekt, dass man den Kontakt zu den Angehörigen in den Pflegeheimen wieder besser halten kann und Sie haben da sicher eine Freude, wenn Sie sich wenigstens übers Internet sehen können. Danke.